Hallo zusammen und herzlich willkommen hier auf meinem Kanal. Heute wenig Angeln bzw. gar kein Angeln, ein bisschen mehr Technik. Es geht ums Futterboot und wie man das Ganze steuert. Ich habe ein Futterboot gekauft vor circa 2 Jahren und wollte damit eigentlich in Holland an meinem Vereinsgewässer damit dann die Saison später beginnen. Leider haben sich die Statuten des Vereins etwas geändert und da war es dann ab 2019 nicht mehr erlaubt, mit Futterboote auf dem See rumzufahren. Pech gehabt. Dafür ist mir eigentlich gekauft, aber es gibt genug Gewässer, wo man Futterboot benutzen kann. Das Boot hatte ich damals bei Kleinanzeigen gekauft, ist gebraucht. Vorteil, es hat weniger gekostet als neues. Ich glaube aktuell, das ist ein Carp Madness Boot. So ein Bausatz, ich glaube, die aktuellen Boote liegen irgendwo bei 800 Euro. Und ich habe weniger als die Hälfte bezahlt. Der Nachteil, wenn man Gebrauch kauft, man kauft ein bisschen die Fehler vom Vorgänger mit. Da wurde in meinen Augen gerade bei der Verkabelung ein bisschen geprutscht. Über manche andere Sachen, da kann man hinwegsehen, das hätte man vielleicht auch schöner machen können. Ich selbst habe es auch schon ein bisschen an dem Boot rumgebastelt. Da wird der ein oder andere vielleicht sagen, mein Gott, das hättest du auch schöner machen können. Das ist mir aber wurscht. Solange es funktioniert, ist mir das herzlich egal. Aber ja, wie gesagt, es waren ein paar Sachen, Kabelverbindung, Kabel. Das war nicht so gut gelöst. Das musste ich dann erstmal umändern oder habe ich dann nach ein paar Fahrten gemerkt, da stimmt was nicht. Dazu aber später noch mehr. Dann zeige ich euch das Ganze, wie es mal im Aufbau ist. Dann gibt es noch ein paar Live-Bilder. Wir haben es ausprobiert. Leider mussten wir das Boot an der Angelschnur befestigen, damit wir die Chance haben, das Boot wieder vom See runterzukriegen. Da es nicht mehr so weit rausfährt, wie es soll. Da ist auch ein Bauteil kaputt, aber erkläre ich später noch alles, worum es da geht. Ja, den Dieper habe ich mit angehangen, um ein bisschen das Gewässer zu scannen. Da gibt es aber noch mal ein eigenes Video mit dem Dieper, wie er dann mit der Angel benutzt wird. Das wäre dann einfach ein bisschen zu viel Info für ein Video über verschiedene Themen. Das wird dann ein bisschen zu undurchsichtig. In dem Sinne wünsche ich euch aber erstmal viel Spaß hier mit dem Video und mit dem Futterboot. Also, mal sehen wir uns später. Kurz zur Fernbedienung. Ist eine Yamaha. Das ist ein FCX 6 Protel, eine 6-Kanal-Fernbedienung. Kann man mit verschiedenen Sachen programmieren. Aber eigentlich habe ich nur die Steuerung aktiviert und hier rechts den Hebel, um die Futterklappe zu öffnen, und mehr brauche ich bei dem Boot eigentlich auch nicht. Vom Grundaufbau haben wir zwei Schalen. Einmal die Unterschale vom Boot und ab hier beginnt dann die Oberschale vom Boot, die man dann im Nachhinein, wenn alles verkabelt ist und alles eingeklebt oder angeschraubt ist, dass man dann die Oberschale aufs Boot draufsetzt, diese verklebt. Das wurde ja auch ordentlich gemacht, da kann man nicht meckern. Normalerweise haben wir hier, wo diese, ich sage jetzt mal, Servicefächer sind, hatten wir ganz normale Kunststoffdeckel drauf. Die wurden aber ersetzt vom Vorbesitzer durch so Aluplatten, und die man dann hier mittels einer Feder und einer Schraube befestigt. Da kommt auch kein Wasser rein, da muss man sich keine Sorgen machen, das hält so fest. Da passiert nichts. Wir haben noch einen Griff in der Mitte. Die Luke ist riesengroß. Da passt ordentlich Futter rein. Auch der Servomotor, der hält eigentlich, also diese Stange hält einiges aus. Da muss man also keine Sorgen haben, dass man da irgendwie nur 50 Gramm Beulis oder so reinschmeißen kann. Den kann man gut vollpacken. Da passiert wirklich nichts. Als Akkus sind in dem Futterboot hier solche 6 Volt Akkus verbaut, zwei Stück pro Motor einen.
Aber da haben wir jetzt festgestellt, dass die Akkus alle irgendwie platt sind. Die sind wohl einfach schon zu alt. Und sie halten einfach jetzt nicht wirklich lange. Der erste Akku, der ging schon nach 5 Minuten in die Knie. Und ja, die müssten dann mal neu. Im Heckbereich habe ich eine Action-Cam-Halterung montiert, womit man dann auch während der Fahrt ein paar Aufnahmen machen kann. Im Frontbereich ist ein kleines Alurohr mit einem Sprengring dran. Dort wird der Deeper eingehangen. Eigentlich war das alles hinten, aber durch die Halterung der Actioncam, die ich hinten haben wollte, passte das dann vom Platz her nicht mehr. Und man hat festgestellt, dass wenn der Deeper dran hängt und man eine Montage rausbringt, wo Futter und Köder und Blei hier im Fach mit drin liegt, die Schnur geht dann hinten raus, und wenn im hinteren Bereich, hier seht ihr die Hand ein bisschen, wenn dort der Deeper dran hängt und man fährt dann doch eine Kurve, dann kann sich die Schnur um den Deeper wickeln, und dann ist das Ablassen der Montage einfach nicht mehr möglich. Daher die Version im Bugbereich. So, wie das Innenleben dieses Futterboots aufgebaut ist, das zeige ich euch mal eben. Hier unten haben wir einen kleinen Servomotor, der über diese Stange die Klappe hier bedient, die dann auffällt und das Futter geht ins Wasser rein. Dann haben wir hier einmal den Motor, links daneben ist einmal der Fahrtenregler. Hier ist eine Box, da kommen 4 Batterien rein, um die Beleuchtung vorne an den Seiten und hinten zu betreiben. Da habe ich aber gerade keine Batterien drin. Da hinten in der Ecke das blaue Teil, das ist der Empfänger, und der macht Probleme, da das Boot einfach nur noch ungefähr 30 Meter rausfährt. Der muss getauscht werden, weil dort einfach nur die Antennen abgeknipst worden sind. Da sind zwei Antennen dran. Aber es kommt hinten das kleine graue Kabel, was ihr da seht. Das ist der Rest der Antenne. Die andere Antenne ist auf 1 Zentimeter abgeknipst. Macht so nicht wirklich viel Sinn. Aber so sieht es innen aus. Die Verkabelung habe ich teilweise auch neu gemacht, da sie etwas zu dünn war. Die Kabel sind heiß geworden. Auf der anderen Seite haben wir nur den Motor, Fahrtenregler und vorne einmal so eine Aufnahme, wo das Akku rein kann. So, wie gesagt, es mussten einige Sachen erneuert werden. Zum Beispiel Kabelverbindungen, die einfach richtig schlecht zusammengebastelt worden sind. Dann gerade am Motor die Kabelschuhe. Es gibt für Motoren und für Anschlüsse gibt es Kabelschuhe, die passen. Da muss man keine riesigen Kabelschuhe nehmen und die so lange mit der Zange zusammendrücken, bis die mal passen. Das wurde hier leider gemacht. Dann hat man links und rechts an den Motoren einfach zwei unterschiedliche Kabel genommen. Was das für einen Sinn hatte, weiß ich nicht. Auf der einen Seite, ich glaube, das ist sogar hier diese Seite, da sind die Kabel irgendwann mal heiß geworden und da war vorbei mit Fahren. Hier haben wir jetzt die Darstellung des Deepers über die App auf dem Handy. Oben rechts sehen wir die Tiefenanzeige. Da sind wir gerade so bei 2,7 Meter. Links daneben ist die Oberflächentemperatur vom Wasser. Da sind wir bei 16 Grad. Hier kann man schön die Bodenstruktur erkennen, ob da irgendwelche Löcher sind, ja oder nein. Und das sollte als kleiner Ausblick einmal reichen. Mit dem Boot ganz praktisch, würde ich sagen. Das war es jetzt hier mit dem kurzen Video über das Futterboot. Ich hoffe, ihr habt Spaß und ihr habt ein bisschen was gelernt.
Und ja, dann wünsche ich euch viel Erfolg am Wasser und bis zum nächsten Mal. Haut rein und ciao.